damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelden, zu einem neuen Part. Zu einem ersten Part. Erstmal zu einem letzten Test von Pokémon Mystery Dungeon. Retterteam DX. Die Demo-Version für die Nintendo Switch. Ja, so sieht's aus. Am 9.1. in der Pokémon Direct angekündigt und wenig später, auch am selben Tag noch, die Demo-Version veröffentlicht. Spielen wir sie jetzt hier auf diesem Kanal im Letztest. Auf geht's. Ich würde mal sagen, spielen wir ein neues Spiel. Und ich muss mal, bevor wir ein neues Spiel anmerken, kurz mal feststellen, es ist einfach so geil. Ich kann es gar nicht in Wort fassen. Es ist dieselbe Melodie, wie es aus Pokémon... Ist es Pokémon Blau oder ist es Pokémon Himmel? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe damals Pokémon Blau und Pokémon Himmel gesuchtet, wie nichts anderes. Also es ist eine bekannte Melodie, die sofort im Intro und auch im Titelbildschirm kommt. Also es ist einfach... Wow, da kommen Erinnerungen hoch. Gut, starten wir ein neues Spiel. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Dann lass uns anfangen. Die Musik ist auch bekannt. Jetzt machen wir hier das kleine Quiz. Das gehört natürlich auch immer dazu, zu Pokémon Mystery Dungeon. Ein kleines Quiz, was entscheidet, in welches Pokémon ich mich verwandeln werde. Na gut, dann beantworten wir die Frage mal ehrlich gehend. Am Straßenrand liegt eine Brieftasche. Was ist dein erster Gedanke? Sollte sie zur Polizei bringen? Juhu, mehr Geld für mich. Sieht mir gerade jemand zu? Also mein erster Gedanke, ist hier gefragt. Man sollte sie schon zur Polizei bringen, aber... Also wenn ich ganz ehrlich bin, mein erster Gedanke, ja, wahrscheinlich eher das, sieht mich gerade jemand zu. So der Mittelweg, also ich würde es natürlich dann später zur Polizei bringen. Also ja, ist klar, aber so der erste Gedanke ist natürlich erstmal so, Geld. Magst du es zusammen mit anderen laut ausgelassen zu feiern? Nein, absolut nicht. Ganz ehrlich, nein. Du findest dich an einer Weggabelung. Rechts soll sich ein Schatz befinden. In welcher Richtung gehst du? Rechts soll sich ein Schatz befinden. Wohin der Wind mich auch trägt. Ja. Das klingt nach einem Liedtext. Das ist bestimmt auch... Das ist deine Falle nach links. Natürlich nach rechts. Da ist ein Schatz. Hin dort. Ein Schatz. Es ist eine Falle, aber ja, das ist ganz safe eine Falle, aber hin dort. Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit alles etwas langsamer angehst? Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich alles etwas langsam angehen sollte. Das ist, ja, das Gegenteil irgendwie. Ich sollte es etwas langsamer angehen lassen. Du gewinnst in der Lotterie. Juhu! Was machst du mit dem Geld? Ich gebe sofort alles aus. Ich spare das Geld für später. Ist ja in Deutschland jetzt nicht mehr wirklich. Es ist so, sparen kannst du vergessen. Vor allem, wenn du eine Lotterie gewinnst. Kannst du ja gleich. Kannst du vergessen. Negativzinsen. Ja, kannst du bei Negativzinsen sparen.
Pinniken. Gebe es jemanden anderen. Ja, ich würde sagen, ausgeben. Also das Geld sparen. Ja, irgendwie anders anlegen. Ich weiß es nicht. Also, auf eine Bank werde ich es bestimmt nicht bringen. Muss ich bestimmt irgendwie, aber ihr versteht. Ja. Sagen andere oft zu dir, dass du dich kindisch benimmst. Nie, das nicht, nicht mir gegenüber. Ich und kindisch. Schwachsinn. Wie sollte man darauf kommen? Würdest du dich in ein Geisterhaus wagen? Nein. Zu viel Angst. Ich bin ein ängstlicher Typ. Ich hätte schon Angst, mich in einem Spiel in dein Geisterhaus zu begeben. Also es ist. Ja, es ist. Nee. Spielst du anderen gerne Streiche? Ja, schon. Möchtest du als Junge oder Mädchen spielen? Ah, nicht mehr die Frage, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Dann möchtest du spielen. Als welcher Charakter? Ja, spiele ich als Junge? Ich meine, wenn ich so an mir herabsehe, ja, könnte man mal vermuten. Tendiere ich doch eher zu Junge. Du scheinst der freche Typ zu sein. Ja, bestätigt. Du bist verspielt, fröhlich und liebst es, anderen Streiche zu spielen. Ja. Und du hast ein gutes Herz. Ja, gutes Herz. Naja. Deshalb finden dich die Leute in deinem Umfeld unwiderstehlich. Kann man so direkt nicht so sagen, aber okay. Du bist bestimmt die beliebteste Person weit und breit. Ganz gewiss nicht. Oh, so beliebt bist du nicht? Dann bist du wohl einfach nur bescheiden. Oder dir ist es noch nicht aufgefallen. Bin ich beliebt? Also in meiner, im echten Leben, das wage ich stark zu bezweifeln, aber es ist, ja, gut, ja, das kann man drüber diskutieren. Vielleicht sind die Leute auch zu schüchtern, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht, weiß man nicht, man kann nicht in die anderen Leute reinschauen. Da draußen gibt es jemanden, der dir am liebsten seine Liebe gestehen würde. Mordi, bist du's? Willst du mir deine Liebe gestehen? Ich weiß es schon, du musst es nicht sagen. Seit wir uns das erste Mal gesehen haben, ich weiß es, Mordi. Ich kenne deine Gefühle. Ein frecher Typ wie du ist sicher. Ein Pikachu! Ja, was sonst? Ich bin ein Pikachu. Juhu! Das war, also ganz im Ernst. Das ist jetzt nur für die Demo so, oder? Das ist jetzt, man hat mir das Pikachu gegeben, weil es für die Demo am besten aussieht, oder? Das war in Pokémon Mystery Dungeon schon, also ich habe immer versucht, das Pikachu zu kriegen. Ich habe versucht, sogar mal die Fragen so zu beantworten, dass ich das Pikachu kriege. Ich wollte immer das Pikachu sein. Also ich habe immer, war mal irgendein hässliches Pokémon, war mal das, was ich am wenigsten haben wollte. Das ist, also Pikachu habe ich nie gekriegt. Da musste man sich schon wirklich die Fragen durch. Die gab es ja, also für Pokémon Blau gerade, aber für Pokémon Himmel auch, gibt's ja online auf manchen Seiten, wie du die Fragen wie beantworten musst, damit du welches Pokémon kriegst. Das kannst du abtakten. In diesem Abenteuer wirst du Pikachu sein. Gefällt dir das Pokémon?
Also ich kann mich jetzt auch noch, ich kann auch noch mal sagen, nee, nicht so ganz. Ich möchte ein anderes haben. Ja, aber Pikachu, ganz klar. Ich mag Pikachu. Ich will Pikachu jetzt, ich will Pikachu spielen. Also finde ich, das ist ganz klar. Jetzt fehlt nur noch eines. Wer soll dein Partner sein? Wähl das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest. Welches Pokémon soll dein Partner sein? Da haben wir Evoli. Das schreit einfach danach, dass wir Evoli nehmen. Pikachu und Evoli. Hoppla, Verzeihung. Ein Dingens-Starter-Pokémon aus der Dingens-Generation. Dieselbe wie vorherige. Und Dingens, ich kenne auch Feuerige, ich nehme mal den Feuerstarter. Ja, nee. Ach, das sind die Starter, fällt mir gerade erst auf. Starter erste, nee, zweite, ich bin verwirrt. Ja. Haben die Starter hier. Und rechts da Mauzi, Inton. Ich muss es einfach tun. Ich nehme einfach Evoli. Evoli ist mein Partner. Jupp. Soll denn dein Partner ein Junge oder ein Mädchen sein? Wenn du schon so fragst. Wenn du schon so direkt danach fragst, würde ich mal das sagen. Partner fürs Leben. Wollen wir den Gag auch nochmal fortführen? Einmal den Gag beibehalten. Modi. Modi ist ein Evoli. Haha. Die beiden Pokémon sollen es also werden. Ja, für die Demo jetzt erstmal kann man das so machen. Fürs Hauptspiel. Kann ich dir schon ankündigen. Was ich übrigens spielen werde, was als Let's Play auf meinem Kanal bringen werde. Ziemlich sicher. Kann auch was dazwischen kommen, aber ich will fast. Ich sag mal zu 90% schon. Das Spiel. Das, ja. Kann man fast garantieren. Im Hauptspiel kann sich das alles nochmal ändern, aber ja, jetzt erstmal. Kann man so machen. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Und dann geht das Abenteuer erst richtig los. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht doch jemand. Aber wer zum Himmel, wer kann das sein? Punkt. Entschuldige. Hallo. Bitte wach auf. Komm schon, mach die Augen auf. Endlich bist du aufgewacht. Juhu. Uff. Es ist alles so gezeichnet. Wo bin ich? Bin ich in eine Comic-Welt geraten? Oder wo bin ich? Was? In welcher verrückte Welt bin ich hier gelandet? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Modi. Freute mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Verrätst du mir mal deinen Namen? Was sagst du da? Du meinst, du bist ein Mensch? Ach, Schwachsinn, hör auf, mich zu verarschen. Auf mich wirkst du eher wie ein, Pikachu halt. Irgendwie relativ wenig menschlich, so halt Maus-ähnlich oder so. Oh,
Kacke, ich bin ein Pikachu. Ah, das stimmt. Ich bin ein Pikachu. Verdammt. Aber warum bin ich ein Pikachu? Ich kann mich an gar nichts mehr dran erinnern. Was ist passiert? Ah. Du bist irgendwie seltsam. Genauso hat das stattgefunden. Genauso hat das im echten Leben stattgefunden. Ja, als ich und Modi uns zum ersten Mal getroffen haben. Ja. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ich heiße, Zwölki heiße ich. Das ist mein echter Name. Das ist, so heiße ich wirklich im echten Leben. Das steht auf meinem Personalausweis. Ja, hier, ja, Pokémon haben ja keinen Personalausweis. Das ist mein Name. Das steht so auf meiner Halsplakette oder so Dingens. Ja. Du heißt also Zwergi. Dein Name klingt lustig. Lustig? Schwitz. Zu Hilfe! So hilft mir doch jemand. Da ruft da etwa jemand um Hilfe. In Smetbo. Ist was passiert? Was ist mit dir los? Es ist fürchterlich. Mein Raupi ist in einer Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich aufgetan und mein Raupi ist hineingefallen. Es ist noch jung, es ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich helfen wollte, wurde ich plötzlich von einem anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wurdest angegriffen? Von einem anderen Pokémon? Vielleicht die Erdspalte, hat die Erdspalte sie in Panik versetzt. Ich weiß es nicht, sie waren sehr aufgebracht. Ich bin zu schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Ich kann das nicht alleine schaffen. Was wird jetzt nur aus meinem Baby? Was soll ich tun? Oh weh, 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 oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Auf zur Tat. Kleinhain U1. Kleinhain U1, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir hier alles ziemlich bekannt vor. Nanu, ist das hier etwa ein mysteriöser Dungeon? Ja, tatsächlich, das ist einer. Mysteriöse Dungeons sind wahrlich mysteriöse Orte. Das liegt nämlich im Namen, deshalb müssen sie auch mysteriös sein. Das muss ja irgendwie, also wenn sie schon so heißen. Jedes Mal, wenn sie besucht werden, ändert sich ihr Aufbau. Das ist nun wirklich mysteriös. Also das kann man nun wirklich schon, das kann man so benennen, oder? Meinst du nicht? Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ist das nicht der Wahnsinn? Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Durch Treppen. Suchen wir erstmal eine dieser Treppen und schauen mal, wo sie uns hinbringen. Das ist hier wirklich ein Abenteuer wert, auf jeden Fall. Smetbo meinte, es sei von den Pokémon hier angegriffen worden. Also, ja, im Kampf lohnt sich das auf jeden Fall. Also, wenn es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir wohl kämpfen. Ich meine natürlich, auf den Kampf. Ich freue mich schon drauf. Ich habe Spaß beim Kämpfen. Du auch, Zwergi. Komm, geben wir unser Bestes. Komm, wir schaffen das. Wir kriegen das gemeinsam hin. Bewege dich fort, indem du L in eine beliebige Richtung neigst. Alternativ kannst du auch mit Hilfe von Steuerkreuz laufen. Sind wir hier noch auf dem 3DS oder was? Alternativ mit dem Steuerkreuz laufen. Ja, die 3DS hat auch schon ein Steuerpad. Ja. Aus der Zeit sind wir weg. Oh. Wen haben wir denn da? Drücke A, um anzugreifen. Nimm das, Mogelhieb. Nimm das, Rückzugieb. Hurra! Cool. So mit Text dann während des Kampfes. Oha. Elektroball. Gut. Enttaub sie. Geschafft. Jo. Und da wird auch schon gleich die nächste Treppe sein. Ja, klar.
Möchtest du weitergehen? Natürlich. Kleinheim U2. Du, Gelb, Einzungsblau, Treppenweiß. Mit Strategien, gegnerische Pokémon Rot. Ja, kann ich auch meine Items, kann ich auch meine Attacken kontrollieren? Das wäre mal interessant. Du besitzt keine Items. Ja, gut. Okay, Mordi hat es für mich getan. Pucke, das ist die Währung in dieser Welt. Du kannst sie benutzen, um zu einkaufen. Um zu einkaufen, genau. Gutes Deutsch. Ah, so kann ich übrigens sprinten. Bop, bop. Das macht aber nur halb so gut Spaß. Ist ein Pokémon eine Sinnelbeere, werden seine KP regeneriert. Um eine Sinnelbeere zu essen, musst du mit X das Menü öffnen und in der Tasche eine auswählen. Jo. Alles klar, Mystery Dungeon. Drücke L, um die automatische Fortbewegung zu aktivieren. Nee, komm, halt. Nicht automatisch fortbewegen, das ist doch, das ist Bullshit. Das wollen wir nicht haben. Da schauen wir ja nur noch zu. Dann machen wir hier gar nichts mehr selbst. Sehr gut. So, U3. Weitergehen. Kleinhen U3. Oh wei. Das Pokémon ist vor den Zuständen Schlaf, Stumme, Gähner und Nachtma zu schnell weggeklickt. Besiegt. Noch ein bisschen Poke. Nicht mehr Pokedonner, sondern Poke. Ja, was ich sagen wollte, ist... Ach so, ja, ich habe jetzt dieses Auge drauf. Ich könnte gleich einschlafen oder so. Irgendwas in dem Sinne bedeutet das. Was ich sagen wollte, es erinnert ziemlich stark an Pokémon Himmel. Erkundungsteam Himmel. Das freut mich sehr. Ich hatte nämlich, als ich von dieser Demo-Version gehört habe, von diesem Spiel gehört habe, stark befürchtet, dass es darauf hinauslaufen würde, dass es zu einem Pokémon Mystery Dungeon, wie hießen die letzten Spiele, die es gab, Super Mystery Dungeon und Portal in die Unendlichkeit. Mordi hat was aufgelesen. Braves Mordi. Dass es zu dem wird. Also, wie gesagt, Pokémon Blaue. Nicht Blaue Edition, sondern Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Habe ich damals schon gespielt. Nicht direkt, als es rauskam, aber schon. Ja, fast. Kurz danach. War ein Spiel. Was ich gespielt habe, komplett. Pokémon Himmel auch, Erkundungsteam Himmel. Die Spiele dazwischen, das waren, glaube ich, Erkundungsteam Zeit und Raum, oder wie das war. Dann kam Portale der Unendlichkeit und dann kam Super Mystery Dungeon. Und die letzten beiden genannten, oh, das Raupi. Die letzten beiden genannten haben mir nicht so sehr gefallen. Da habe ich die Demo-Version gespielt. Und die fand ich eher schwach, muss ich wirklich zugeben. Und da hatte ich die Befürchtung, dass das jetzt hier in die Richtung geht, dass das jetzt hier den Schritt weiter geht, dass das mit den anderen. Aber das scheint hier wirklich fast ein Remake zu sein von Pokémon Himmel. Das scheint mir, das hat bisher wirklich die. Das erinnert mich stark an Pokémon Himmel. Mami, wo bist du? Schnief! Wir sind hier, um dich zu retten. Huch. Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Yippie, juhu, hey. Zweigi hat den Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Da, 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 da. Ja, das ist, es ist Pokémon Mystery Dungeon und die Musik. Pokémon-Musiken sind sowieso immer genial, aber Mystery Dungeon, also das ist also wirklich, wenn ein Spiel eine geile Musik hat, dann Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel vor allem. Und das erinnert mich jetzt hier stark an Mystery Dungeon Team Himmel, die Musik vor allem. Das weckt einfach alte Gefühle. Die Mission war bisher das ähnlich oder dasselbe.
Also es ist wirklich, es weckt Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen, Kindheit nicht wirklich, die Jugend früher. Ich bin erst 22, greif dich Zwergi, mein Baby ist gerettet, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das war doch selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun, alles, was zählt, ist, dass dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt ihr mir zumindest euren Namen. Ich heiße Morty. Und das ist Zwei. Punkt. Oh, wow. Ich bin ein großer Fan. Kann ich ein Autogramm haben? Nicht so. Er sieht mich voller Bewunderung an. Das ist doch ein Fan, oder? Was soll ich jetzt? Ich habe keinen Stift dabei. Wie seine Augen glänzen, ist irgendwie schon ziemlich unheimlich. Ein Fan, da kenne ich gar nicht, cool, ja, schon irgendwie, Pokémon zu helfen ist, dass die in Schwierigkeiten steckt, gibt ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Morty und Smaggy, bin großer Fan. Kann ich ein Foto mit euch machen? Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast das Item Mini-Belebersamen erhalten. Du hast das Item Pirsifbeere erhalten. Du hast 500 Poker erhalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Komm mit, Kindchen. Heute gibt es kein Autogramm für dich. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich habe nicht dir geholfen, Modi. Ich habe dem Raupi geholfen. Dass das mal klar ist. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und was hast du noch so vor heute? Noch irgendwelche Pläne? Wenn du ein Date haben willst, sag's mir. Psst. Sag's mir einfach. Das ist, ich habe heute nichts mehr vor. Es ist, und ich weiß, dass du auch nichts mehr vor hast. Also, Punkt. Du weißt nicht, wo du schlafen sollst. Bist auf einmal obdachlos geworden, Zwergi. Ich kenne dich ja erst seit ein paar Minuten. Du bist obdachlos, Zwergi. Na, wenn du eine Bleibe suchst, ich gebe dir gerne Unterschlupf. Das ist, dich auf der Straße pennen lassen. Das kann ich ja wohl schlecht machen. So, da wären wir. Das ist meine Butze. Wow. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt's hier. Ich fühle mich unheimlich wohl. Es ist möglicherweise so ein Pokémon-Instinkt, aber ja, wer weiß, vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Nee, lass mal lieber. Nein, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so. Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in einen Pikachu zusammen. Na, Zwergi, du bist aber ganz schön beeindruckt, was? Du strahlst ja vor Freude. Was hast du geraucht? Ich wusste, dass es dir hier gefällt. Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Ich habe das Haus hier wirklich nur für dich gebaut. Ich wusste, dass ich eines Tages mal einem Menschen wie du dir begegnen würde. Und ich habe einfach hier, ja, ich habe das, ja, ich hatte zu viel Freizeit. Ich habe hier mal ein Haus gebaut. Tada, hier ist es jetzt. Hier kannst du hier dran, kannst dran wohnen. Das ist dein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Tada, ich habe dir ein Haus gebaut. Da fällt mir ein. Erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in die Raupi gefallen ist? In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Das waren die Abendnachrichten.
Ich möchte den Pokémon in dieser schweren Zeit helfen. Ich möchte dafür sorgen, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Daher, ja, wie soll ich sagen? Mir hat's gefallen, wie du bei deiner Rettung von Raupi geholfen hast. Hast du nicht Lust, mit mir ein Retterteam zu gründen? Wir haben das Zeug dazu, das beste Team der Welt zu werden. Was sagst du? Wollen wir zusammen Squad gründen? Das war meine Idee. Ich habe das zuerst. Verrat das niemand. Das war meine Idee. Ich wollte den Squad gründen. Das ist. Du wirst das. Ja, ich mache mit, aber sag bitte, wir sagen dann allen, dass das meine Idee war. Das machen wir so. Das war meine Idee. Ich habe den Squad gegründet. Dann wären wir uns ja einig. Das machen wir so. Und wir sagen allen, dass deine Idee war, Zwergi. Von nun an sind wir Partner, Zwergi. Schön, dich dabei zu haben. Ein Teamname fehlt uns noch. Wie könnten wir das nennen? Wir sind zwei Leute sind wir. Tja, hast du eine Idee? Irgendwas? Wir sind zusammen zwei. Wir sind zwei ganze Leute. Zwei ganze. Ja, wir nennen unser Team zwei ganze. Nee, lass mal. Ich denke, 4/5 ist besser. Wir nennen es 4/5. Ich weiß auch nicht wieso, aber 4/5. 4/5 Squad. Fantastisch. Das klingt super. Das ist ein toller Name für einen Squad. Passt perfekt zu uns. Wir sollten uns 4/5 Squad nennen. Da wäre noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, an dem ich ein Retterteam gründen würde. Und ich habe gleich zwei davon, daher können wir gleich beide eins haben. Zwergi bindet sich das Halstuch um, das er von Molly erhalten hat. Oh, klasse. Das ist unser erster 4/5 Merch. Zwergi, das steht dir echt gut. Guck mal hier. 5/5 Squad Merch, das können wir verkaufen. Das passt prima. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Team aus. Das mit diesen Klamotten, das ist wirklich spitze. Damit kann man sich wirklich als Squad auch in die Öffentlichkeit hinaus, auf den Straßen zeigen. 4/5 Squad ist bereit. Morgen machen wir uns an die Arbeit. Und so begann die gemeinsame Karriere von Zwergi und Mordi. Ein YouTuber-Squad. Schaut so aus, als wäre das die Demo gewesen von Pokémon Mystery Dungeon. Retterteam DX. Am nächsten Morgen. Oder nicht? Geht's hier noch weiter oder was? Ja, wir haben jetzt lange gespielt. Ich habe jetzt hier auch schon sicher Menge im Kasten. Ich habe mich richtig im Spiel vertieft. Also ich glaube, es wird langsam mal Zeit, den Part zu beenden. Also alles ist unverändert. Ich sehe immer noch aus wie ein Pikachu. Doch warum werde ich zu einem Pokémon? Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das wirklich nicht. Dieses Pokémon, was ich glaube, es hieß Mordi, oder wie dieser verrückte Sack. Was will der von mir? Der wollte auf einmal ein Retterteam mit mir, das YouTuber-Squad mit mir gründen. Was der wohl gerade macht, ich soll mal rausgehen und nachschauen. Ich bin hier schließlich in sein selbst erbautes Haus eingezogen. Der hat extra für mich ein Haus gebaut. Der ist wirklich verrückt, der Typ. Das mag ich, das gefällt mir. Ich gut mit dem Squad, machen wir so. Ich kann hier nicht speichern. Ach so, ist ja die Demo-Version. Ja, gut. Ich würde den Part trotzdem jetzt hier an dieser Stelle beenden. Mal schauen, wie lange die Aufnahme jetzt schon ging. Also habe ich bestimmt schon massiv überzogen.
Mal schauen, ob ich das jetzt in ein paar Parts aufteile oder ob ich das in einem lasse. Man kann sich so gut in diesem Spiel verlieren. Das ist, also man kann hier wirklich... Pokémon Mystery Dungeon ist dafür wirklich prädestiniert, dass man hier wirklich sich drin verliert, dass man da, dass man anfängt und dann gar nicht mehr aufhören kann. Das ist also wirklich für den Test eigentlich ziemlich ungeeignet. Ja, gut, Daumen ich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im Hauptspiel wieder. Das machen wir so, und ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt zusammenschneiden werde, aber hier an dieser Stelle mal. Wir sehen uns im richtigen Spiel wieder, in der Haupt. Ich will es euch noch nicht versprechen, aber es ist ja, vielleicht sehen wir uns im Hauptspiel wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao.